Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Blacklist mit dem Partial-LP. Wir haben jetzt schon einige Probleme gehabt hier in dem Spiel. Wir rufen mal Sarah an, unsere Tochter, wie es der denn so geht. Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Fisher. Hinterlasst eine Nachricht nach dem Ton und ich rufe zurück. Danke. Hi, ich bin's. Ich wollte nur sagen, dass es mir gut geht, ganz gleich, was du im Fernsehen hörst oder was mit Blacklist geschieht. Das wird diesmal nicht leicht. Aber wir schaffen das. Ich schaffe es. Hab dich lieb, Schatz. Das wurde mal gemacht. Die haben wir mal informiert, dass bei uns alles passt und sie mal aufs Allerschlimmste vorbereitet, aber Sammy, der wird das schon schaffen. Das werden wir schaffen zusammen, meine Freunde. Ich will neue Ausrüstung. Wo hole ich mir die denn? Irgendwo da hinten? So eine bessere Rüssi wäre nicht schlecht. Ah, ein Helikopter haben wir da hinten. Aussteigen wollen wir natürlich nicht. Aber das war's auch schon, was da ist, oder? Kann ich da rauf? Ja, wir können da ein bisschen die Paladin erkunden. Das sehen wir alles schön. Aber wir gehen wieder runter. Was? Irgendwas mit Flugsicherungen, aber wir steigen einfach wieder zurück. Und schauen nochmal, wo denn Charlie ist. Läuft das Spiel noch? Ja, Sicherheitsbeamten wurden verleihen. Hey, wie sind die Vorbereitungen? Briggs. Dachte, du würdest nach der Nummer in Mirava immer noch verarztet. Ach, es war nur ein Verkratzer. So, Fortschritt. Aha, okay. Okay, da brauche ich nichts. Gut, ich gehe wieder an die Arbeit. Ich will, dass beim nächsten Mal alles glatt läuft. Wieder Grafikfehler. Interessant. Wenn ich da jetzt nicht speichert, aber Grafik, da ist wieder nichts. Okay, hier fängt es wieder an. Geil. Richtig geil, ne? Es ist so geil, dass die Grafikfehler da sind. Aber meine Grafikkarte ist nicht so schwach, Leute. Ich habe eine Phantom GTX 680. Die dürfte normalerweise ausreichen. Das ist Cobin. Ich brauche aber Ausrüstung. Ja, ich renne da schnell so durch, egal ob da Grafikfehler sind oder nicht. Mich kotzen die einfach an, ich verstehe es nicht. Vielleicht beim nächsten Part versuche ich es mal ohne DirectX 11. Vielleicht läuft es dann. Warum soll es dann besser laufen? Hier ist die Ausrüstungskammer, yeah. Charlie, hast du was Neues rausgefunden? Du weißt, was ich weiß. Stimmt was nicht? Tut mir leid. Diese Mission, ich bekomme sie einfach nicht aus meinem Schädel. All die Teams, all die Toten. Es braucht Zeit, Charlie. Konzentriere dich auf die Arbeit. Wir werden die Hintermänner kriegen. So, Ausrüstung anpassen. Das machen wir doch gern. Kampagne Sam Fisher. Die Ausrüstung A. Und wie kann ich die jetzt... Aha, okay. Der Ops-Anzug, der Torso. Stealth. Ah, da. Dann nehmen wir das. Aha, müssen wir als erstes das kaufen. Habe ich noch Geld für den?
Den gönnen wir uns direkt. Jetzt habe ich kaum mehr Geld, aber Stiefel. Da können wir natürlich in das Stealth investieren. Da denke ich, ist es nicht so wichtig. Da achten wir einfach, dass das so ein bisschen ausgeglichen wird. Ah, da investieren wir lieber woanders. Die Lichter. Oh mein Gott. Klassisches Grün. Da bleiben wir natürlich beim klassischen Grün. Aha, Waffenhandhabung. Passt, das haben wir auch mal aufgebessert. Und ich glaube, mehr haben wir fast nicht. Das werden wir in Zukunft dann machen. So, und wir sehen uns hier. Gute Arbeit, Charlie. Ich muss jetzt da auch das nächste Mal wieder, also das nächste Mal in diesem Part meine ich, wenn die Grafikfehler hoffentlich wieder weg sind. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Wir haben neue Ausrüstung. Wir nehmen das SMI und probieren eine neue Mission. Versuchen wir die Seefestung Hawkins oder das Schmugglerversteck. Wir nehmen die pakistanische Okay. Was wird das? Schmugglerring, das habe ich gemacht, oder? Nee. Mach mal einen Schmugglerring. Briefing starten. Die Mission, an der du gearbeitet hast, hat hohe Priorität und wird immer höher. Unsere Jungs in Kaschmir haben haufenweise Funksprüche von Schmugglern an der Grenze abgefangen. Was transportieren die, das für uns von Interesse wäre? Angeblich eine Atombombe. Wir kennen die Quelle nicht, auch wenn es stimmt. Dann müssen wir sofort handeln. Ja, die Schmuggler sind aus Kargil, an der pakistanischen Grenze. Die Polizei dort ist gekauft. Dann bitten wir die schon mal nicht um Hilfe und gehen direkt an die Quelle. Mission starten. Aha. Ich will das allein spielen, das geht gar nicht. Interessant. Ja, nehmen wir die Seefestung. Die geht solo. Briefing starten. Wolltest du nicht Nachforschungen anstellen? Ich habe die Netzaktivitäten der Engineers untersucht. 60% ihres Traffics wandert durch einen Knotenpunkt, der sich in Privatbesitz befindet und vor der Küste liegt. Können wir den anzapfen? Dazu sind sie zu klug. Wir müssten es auf die harte Tour versuchen. Wo ist die Anlage? Vor der englischen Küste ist eine umgebaute Festung. Der Kerl, dem sie gehört, macht mit diesen Dienstleistungen Millionen. Ich gehe rein, verwanze alles und verschwinde? Ohne gesehen zu werden, sonst vernichten die alle Daten. Gott, ja, da... Puh. Nee, ich versuche nochmal die Opiumfarm, Leute. Ich will nicht entdeckt werden. Was erwarten die von mir? So, Briefing starten. Was ist los, Corbin? Ich habe nachgedacht. Wir haben in der Vergangenheit zwar versucht, einander umzulegen, aber bei dir... Mission starten, solo. Genau, wir bleiben bei der... Also aushalten tun wir schon mal auf jeden Fall viel, viel mehr als jetzt anfangs. Wenn wir dann noch unsere Pistole verbessern, ja, dann geht es ab. Sind Selbstversorger und völlig isoliert. Die Wachen sind auf das Dorf und die Opiumfelder verteilt. Du musst sie alle ausschalten, die Bevölkerung kümmert sich um den Rest. Gibt es Vorgaben? Sei leise. Wenn du Krawall machst, ist in 0, nichts Verstärkung dort. Verstanden. Wer hat mich da wieder gesehen? Kommt da jemand? Nee. Da ist einer. Da rennen mehrere rum. Natürlich, wenn der hinterm Auto ist, wäre das immer am besten. Und
Und ich glaube, der wird schnell entdeckt da. Ah, es ist mir relativ egal. So. Genau, letztens habe ich es ja von der Seite gemacht. Da ist einer. Wo sind die nächsten? Da latscht einer. Da latscht einer. Sind halt jede Menge, ne? Bleib doch mal stehen hier. Gott, der sind wohl runtergefallen. Es ist weniger erfreulich. So. Wo liegt denn der? Willst du darauf? Nee, will er nicht. So, die hätten wir. Kommen wir da noch anders zu denen nach vorne? Ja, da. So. Komm da rein. Boah, wie arschig war das, dass der jetzt den nicht gepackt hat. Da hatte ich jetzt Glück. Da hatte ich jetzt Arschglück. So, wieder 7 Gegner nur noch. Komm, heb ihn auf und beeil dich, trödel nicht. So. Da unten läuft noch einer rum, der geholt werden will. Und ansonsten dürften es auch noch einige sein. Da oben einer. Weiß nicht, komme ich da hoch? Oh. Alter! Das läuft wieder toll. Das läuft wieder toll. Siebzehn Gegner. Ganz ruhig, wir kriegen ihn.
Alter. Alter, wie soll ich die Mission denn schaffen? Da kommen 17 Gegner im Nachhinein. 17. Ich fuck auf die Mission. Echt, ey. Ich mach die Kampagne weiter. Ohne Scheiß. Das interessiert doch keinen. Da hat keiner Lust dazu. Ich kletter da und trotzdem sieht mich wer. Obwohl ich da einfach ohne nicht im Sichtfeld bin beim Klettern. Ich bin nicht im Sichtfeld. Ich war nicht im Sichtfeld. Die Daten der NSA wurden mit drei anderen Quellen abgeglichen. Dallas scheint das nächste Ziel zu sein, aber es gibt nichts Genaues. Am wahrscheinlichsten wäre es hier und dort. Stadion und Aquarium. Wir dürfen in Lovefield landen und müssen nicht nach Fort Worth. Dadurch gewinnen wir etwas mehr Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden. Noch Fragen? Ja, wieso ist Charlie so nervös? Habe ich ja schon gesagt. Sag es mir. Ich habe für alle US-Großstädte die Daten der Terrorabwehr abgerufen und nach Namen von der No-Fly-Liste gesucht. Was ist das? Gar nichts. Und davon eine Menge. In Chicago hat die Flugsicherheit heute 5 Stunden lang keinerlei Zugriff auf die No-Fly-Liste gehabt. Systemwartung längst überprüft. Er war noch nicht fertig. Ich habe die Namen der ankommenden Passagiere von Hand mit der Flugverbotsliste verglichen. 6 Namen waren drauf. Und jetzt sieh dir das an. Aufzeichnungen der Kameras am O'Hare-Flughafen. Die 6 verließen ihn gemeinsam. Es ist nicht unwichtig, aber es hat keine Priorität. Wir haben verschiedenste Geheimdienste abgehört. Alles weist auf Dallas hin. Genau das meine ich doch, Mann. Vor Guam hat keiner was gesagt. Das letzte Mal, als die Engineers im Netz das Maul so weit aufrissen, haben sie haufenweise unsere Leute umgelegt. Wann werden wir in Chicago, wenn wir den Kurs ändern? Das wird zu lang dauern, Sam. Wir haben nur einen Versuch und wenn wir in Chicago aufsetzen, schaffen wir es niemals rechtzeitig bis Dallas. Sam? Wir starten die Mission. Wir fliegen nach Chicago. Wenn Charlie eine Theorie hat, heißt das nicht, dass sie stimmt. Die Präsidentin hat mir das Kommando über die Operation übertragen. Und sie kann es dir auch wieder abnehmen, wenn du gegen ihren Befehl handelst. Es ergibt keinen Sinn, einen direkten Angriff zu starten. Nicht nach dem, was Sadiq in Mirava gemacht hat. Was ist das? Chicago Sonderkommando. Es gibt da gerade irgendeine Geiselnahme. Startet den Hubschrauber. Laut Plan ist das ein Labyrinth. Und dann sind da noch die Geiseln. Bitte mit... Ja. Meine Nerven, Freunde. Meine Nerven mit dieser Opium-Farm. Könnte man einfach Patronen drüber holen. Die Chicagoer Polizei kontaktiert. Forderungen? Negativ, zumindest keine besonderen. Die wollen nur, dass sich die Polizei fernhält. Wieso nehmen die Geiseln, ohne was zu fordern? Vielleicht wissen die es selber nicht. Möglich, dass es nicht die Engineers sind. Die meisten Dienste halten Dallas für das nächste Ziel. Zähl auf Null. Wir drehen jetzt nicht um. Da mal alles leer schießen natürlich, alles dunkel schießen. Und jetzt typische Gang. Aha, da unten sind sie. Das wird interessant. Komme ich denn da runter? So, da ist es überall so hell, ey. Aber wunderbare Musik.
Boah, wo klettert denn der überall rum, ne? Grafikbugs. Die fangen wieder an, meine Freunde. So. Oh Gott. Sam, sieht aus, als könntest du über die Lüftungsschächte an der hinteren Halle vorbei. Hinter der Bühne kommst du rein, aber nicht im Erdgeschoss. Ja, ja. So. Oh Gott, da ist irgendwo einer. Wie komme ich da jetzt einfach rein? Ha 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 ha. So, okay. Die tollen Grafikfehler machen mir das nicht unbedingt leicht, dass ich mich da orientieren kann. Das sage ich schon mal im Voraus. Okay, da läuft eben einer. Ich das ausschieße. Wer kapiert denn das? Wir haben einen Mann verloren. Alle. Wir haben gar nichts verloren. So schnell hier rein. Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. So, und hier sehen wir uns auch dann das nächste Mal wieder. Ich verlasse die Festhalle. Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. So, hier sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Euer Partian Failer LP. Tschüss, Leute. Juhu.